Hey Leute, wenn ihr mal in eine unschöne Situation kommen solltet, in denen Schwitzkasten genommen zu werden, dann macht einfach Folgendes. Drückt euren Gegner, euren rechtes Knie in das linke Knie. Legt die äußerste Hand an die Hüfte des Gegners und zieht kräftig nach hinten. Danach helft ihr ihm auf, vertragt euch und geht zusammen eine Limo trinken. Befreiungsgriff von vorn. Die Schultern werden hochgezogen. Ein Arm wird über beide Arme des Würgenden geführt. Mit dem Ellenbogen wird der Ellenbogen des Würgenden nach unten gedrückt. Danach hebelt der andere Arm am Ellengelenk nach oben. Taucht unter dem Würgenden durch und sichert mit der freien Hand wieder den Kopf. Befreiungsgriff von vorne. Jetzt im Wasser. Befreiungsgriff von hinten. Der sich Befreiende zieht die Schulter kräftig nach oben. Mit der linken Hand wird die rechte Hand des Würgenden gefasst. Mit der rechten Hand am Ellengelenk hochgedrückt. Die linke Hand darf nicht gelöst werden. Die rechte Hand wird ans Kinn gelegt und der Kopf zurückgeführt. Befreiungsgriff von hinten, jetzt im Wasser.